Und rückwärts laufen für Anfänger. Hallo auch, ich bin wieder da. Ich habe euch ja, wie ich ja angekündigt oder angedroht habe, ein paar Sätze vorbereitet für Verbalsuffixe der Vermutung oder modale Verbalsuffixe. Davon gibt es einen ganzen Haufen. Ich will nicht alle auf einmal machen, weil man sonst irgendwie so einen Riesenberg an Modalität hat. Und das irgendwie alles durcheinander wirft. Deswegen habe ich mir gedacht, dass ich erstmal die vier häufigsten nehme. Wobei es auch nicht die vier häufigsten sind, sondern es sind die zwei häufigsten mit der dazu passenden Negation. Es gibt einmal positive und einmal negative Verbalsuffixe. Und ich habe mich halt dafür entschieden, erstmal die häufigsten zu machen. Also Mu und Bessi und die entsprechenden Negationen dazu, Sie und Mazi. Und diese Verbalsuffixe der Vermutung oder diese modalen Verbalsuffixe haben gerade diese beiden, Mu und Bessi, haben relativ viele Bedeutungen, Mu 4 und Bessi 5. Und ich werde jetzt nicht zu allem Beispielsätze machen, weil manche von diesen Bedeutungen oder manche von diesen Anwendungsweisen relativ selten vorkommen. Aber das, was auf jeden Fall häufig vorkommt, werde ich euch vorstellen. Und ich habe hier einen Satz vorbereitet. Ich fange mit Mu an. Und das hat auch wieder einen Grund. Und zwar ist es so, dass Mu und Bessi, kann man sich grob merken, bedeuten fast das Gleiche. Mit dem Unterschied, dass Mu ein bisschen schwächer ist und Bessi ein bisschen stärker. Und mit den Bedeutungen verhält es sich so, sie können entweder ein Futur ausdrücken, sie können eine Vermutung ausdrücken, ja, eine Geziemlichkeit, es gehört sich irgendwas zu tun, man sollte irgendwas tun, eine Empfehlung oder ein Rat oder sowas kann es ausdrücken. Was kann es noch sein? Wunsch oder Absicht kann auch dadurch ausgedrückt werden. Und das ist teilweise auch abhängig davon, wer die handelnde Person ist. Also wenn es zum Beispiel die erste Person ist, dann übersetzt man das in der Regel mit einem Wunsch oder mit einer Absicht, dann mit einer Absicht. Dann bedeutet das so viel wie bla 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 mu, ich möchte etwas. Und bla 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 beshi, ich will etwas, weil es ein bisschen stärker ist. Okay, ich habe einen Beispielsatz gemacht, da ist die handelnde Person die erste Person und hier ist es halt so, dass man es ein bisschen nach Gutdünken übersetzen kann, also entweder als Futur oder als Absicht. Schauen am besten einfach mal rein, es ist halt ein Gedicht aus dem Kugiwakashu, Frühlingsgedichte, zweiter Abschnitt, aber die Gedichtnummer habe ich vergessen. Ist auch nicht so dramatisch. Ja. Genau, ich fange mit Mu an. Mu wird an die Misenke angeschlossen. Entsprechend sehen wir es hier auch an der Misenke angeschlossen. Ich lese am besten zuerst mal vor. Hana chirasu kaze no yadori wa dare ka shiru. Ware ni oshie yo. Yukite uraminu. Okay, so viel dazu. Das besagte Mu ist ganz am Ende. Das Gedicht ist ein bisschen schwierig, weil wir wissen ja, Waka haben 31 Silben. 5, 7, 5, 7, 7 ist das Reimschema. Und es wird hier, glaube ich, auch eingehalten. Ich habe es nicht abgezählt, aber ich glaube, hier waren es sogar 31, also kein Jiamari. Was hier aber besonders ist, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Verben auf dem engen Raum. Und da muss man jetzt irgendwie gucken, wie man die unterbringt und in welchem Zusammenhang die zueinander stehen. Wir haben zwei wichtige Strukturanzeiger hier, nämlich einmal die Partikel wa, die das Satzthema anzeigt. Und dann haben wir hier noch ein Verb oshieyo, in der, ich sag's mal, wie es ist, relativ seltenen Mereke, also Befehlsform. Und eins, was man sich bei der Befehlsform merken kann, ist, dahinter ist immer Schluss.
manchmal steht noch eine Partikel dahinter, so eine Satzschlusspartikel, okay. Aber grob gesehen, wenn irgendwo Mereke steht, ist der Satzschluss. Und deswegen können wir hier definitiv mal einen Schnitt machen. Ich habe das natürlich auch schon vorstrukturiert hinter den jeweiligen 5, 7, 5, 7, 7 Abschnitten. Aber hier können wir definitiv erstmal einen Schnitt ansetzen, um eine Sinneinheit irgendwie abzuschließen. Okay, wunderbar. Das heißt also, wie sich das bis jetzt präsentiert, haben wir zwei Teile, einen ersten, einen zweiten. Okay, fangen wir mit dem Satzthema an. Also wa, kann man ja als Subjekt übersetzen, weil meistens das Satzthema ja das Subjekt ist. Und zwar yadori wa, der Aufenthaltsort oder die Heimat. Yadori kann man irgendwie unterschiedlich übersetzen, es kann auch das Haus sein oder die Hütte. Ich glaube, da gab es irgendwie, es gibt ja ein relativ ähnliches Wort, nämlich Yado. Und Yado war, glaube ich, die feste Heimat, aber nicht im Sinne von der großen Heimat als umgebende, größere Gegend oder Umgebung, sondern halt das Wohnhaus sozusagen oder der Hof, von dem man kommt. Das ist Yado und Yadori ist mehr so eine zeitweilige Unterkunft. Aufenthaltsort würde ich halt einfach sagen. Das klingt ganz gut. Besonders ist es Kase no Yadori, also der Aufenthaltsort des Windes. Und wir wissen ja, Wind hat es irgendwie an sich so ein bisschen flüchtig zu sein. Und der hat bestimmt nicht so unbedingt eine feste Heimat oder ein festes Zuhause, sondern dann wird es wirklich der Klammer auf vorübergehende Klammer zu Aufenthaltsort sein. Also der Aufenthaltsort des Windes. Davor steht Hana Tirasu. Tirasu, jemanden oder etwas zerstreuen. Hana Tirasu, die Blumen zerstreuen. Das ist ein Yodan-Doshi. Entsprechend ist die Rentaike gleich der Shushike. Und weil dahinter ja ein Substantiv steht und das so auch insgesamt gut passt, werde ich das nämlich auch gleich attributiv übersetzen. Nämlich der Aufenthaltsort des Windes, welcher die Blumen zerstreut. Wunderbar. Dare ka shiru. Dare, wer, ka, Fragepartikel, shiru, wissen oder kennen. Also, wer kennt den Aufenthaltsort des Windes, der die Blumen zerstreut oder verweht? Ware ni, mir, oshie yo, oder mich unterrichte oder sage es mir. Na, wie im modernen Osiru, jemanden lehren, jemandem etwas beibringen oder hier ne, jemandem etwas sagen oder jemanden über etwas unterrichten. In Amerika, also Imperativ, sage mir. Yukite urami mu. Genau, sage es mir, also handelnde Person ist die erste Person, entsprechend ist das hier ein Futur oder eine Absichts- oder Willensbekundung. Ich möchte Uramu klagen oder mich beklagen. Und dann haben wir hier Yukite oder Ikite. Das kann man auf zwei Arten und Weisen lesen. Te ist eine Partikel, die relativ wichtig ist. Da werde ich auch noch mal ein eigenes Kapitel zu machen, aber nicht jetzt. Wir müssen das erstmal so hinnehmen, wie es ist. Da steht ein Te. Und in der Regel kann man es so übersetzen, A machen und B machen. Also T ist auf jeden Fall immer irgendwie zwischen zwei Verben. A machen und B machen. Also ich gehe und klage und dann nur die Absicht, ich möchte oder Futur, ich werde gehen und klagen, weil sich das dann natürlich über den gesamten Verbkomplex erstreckt. So, übertrage ich das mal in schönes Deutsch. Wer kennt den Aufenthaltsort des Windes, der die Blumen zerstreut oder die Blüten zerstreut? Sage es mir. Ich möchte, Klammer auf, hin, Klammer zu, gehen und, Klammer auf, mich, B, Klammer zu, klagen. Ja, das wäre dann die Übersetzung des Gedichtes. Es gibt
ja, zu sagen, dass halt, wie gesagt, die Verbdichte extrem hoch ist. Ich habe das jetzt nicht näher kommentiert, aber ich habe hier nochmal einen Schnitt gemacht, schlicht und ergreifend, weil es sich anbietet. Also wir haben auf dem engen Raum von 31 Silben ganze drei abgeschlossene Sätze, nämlich wer kennt, erstmal die Frage, sage es mir, Imperativ oder Aufforderung, und dann ich will oder werde gehen und klagen, eine Willensbekundung. Genau. Wunderbar. Nachdem man sich das System oder die Zusammengehörigkeit irgendwie erschlossen hat, ist es eigentlich relativ einfach, kann man sagen. Man muss halt erstmal drauf kommen, wie man diese Schnitte setzt und wie man das in Zusammenhang setzt. Besonders zu erwähnen wäre, dass wir einen Kakarimusubi haben, das wir nicht sofort unbedingt als solches erkennen, und zwar in diesem Frageanteil. Dare kashiru, also wer weiß es oder wer kennt es oder ihn, den Aufenthaltsort. Dare ist ja das Fragewort für Personen, also wer, und ka ist eine Fragepartikel. Genauso wie im modernen Japanisch auch. Allerdings steht die ja im modernen Japanisch immer am Satzende und ist dann halt für Entscheidungsfragen so, ist das so, ja oder nein und bla und keks. Im vormodernen Japanisch ist es so, dass das K an verschiedenen Stellen stehen kann und bevorzugt halt hinter dem, nach dem gefragt wird. Also hier wird ja nach wem oder nach wer gefragt. Entsprechend steht es, Entschuldigung, nach dem wer. Und K ruft Kakarimusubi hervor. Und zwar ist Shiru die Rentaike von Shiru. Nur weil das halt vierstufig ist, erkennt man natürlich nicht den Unterschied zwischen Rentaike und Shushike, deswegen wäre es uns nicht aufgefallen. Aber das hier ist eine Ninja-Rentaike. Ja, wunderbar. Das hätte ich erstmal soweit gesagt. Übersetzt habe ich das Ding auch. Ja, sonst gibt es, glaube ich, dramatisch. Nichts Dramatisches mehr zu dem Satz oder zu dem Gedicht zu sagen. Und dann werde ich wohl gleich zum nächsten Beispiel übergehen. Auch wieder mit dem Verbalsuffix mu. Und ja, ich gucke mal, was ich als nächstes raussuche damit.